Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir den Anti-Guy besiegt und haben dafür unsere allgemeine Angriffskraft erhöht. Das ist gar nicht so verkehrt. Pock. Und ich bin gespannt, wie viel Schaden dieser erste Angriff jetzt macht. Okay, das ist es, glaube ich, echt wert. Schön, wir machen mal einen Scanner. Und finden heraus, das ist ein Groove Guy. Groove Guys tragen seltsame Klamotten. Vermutlich ist es Bühnenkleidung. Psst, du weißt doch, wie Künstler sind. Maximale KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Moment mal, was soll das denn heißen? Frechheit. Hin und wieder rufen sie auch Verstärkung. Oder sie wirbeln vor dir herum, um dich zu verwirren. Diese Kerle sind Nervensägen, also lass sie uns besiegen, bevor sie zu lästig werden. Ja, das ist eine gute Idee. Ach so, und mir fällt gerade ein. Haben wir irgendwas um... Ach so, das macht 5 gegen alle, ne? Blöd. 5 gegen 1. Dieses Gepiepse macht mich verrückt. Aber ich besiege erstmal den da hier vorne. 5 Schaden durch den Erstangriff. Das ist echt unglaublich. Krass. Er hat uns verwirrt. Oh Gott, und uns ist voll schlecht. Mario ist übel, er kann sich nicht bewegen. Okay, na dann Gumbario, nimm du das mal in die Hand. Mario muss leider noch sitzen und kurz seine Sinne wieder sammeln. Das ist ja voll nicht nett. Und er hat uns dafür verfehlt. Dafür, dass wir sitzen und uns nicht bewegen, ist es ganz schön traurig, dass er uns verfehlt hat. So, gut. Weg ist er. Perfekt. Und wir sollten vielleicht... Na gut, im nächsten Kampf können wir ja Erfrischung machen. Damit wir uns wenigstens ein bisschen heilen. Weil zwei Gegner, die müssen dann nur ihre Akrobatikattacke machen, dann ist das schon kritisch. So, was ist hier Schönes? Nichts Schönes, ich verstehe. So, vielleicht finden wir jetzt noch die Pfanne von... Heißt die jetzt Raclette oder Omelette? Oh, was hast du? Das möchte ich haben. Och je. Och Gott, da tut es mir ja schon fast leid. Aber das gehört mir. So leid es mir auch tut, aber so weit geht es dann doch nicht. Schön. Du machst die Erfrischung. Dann geht es mir auch schon viel besser. Außerdem brauchen wir auch unbedingt ein paar Blumenpunkte. Davon haben wir gerade viel zu wenig. Ich glaube, wir haben einen... Im Notfall können wir damit überhaupt nicht richtig agieren. So, und du darfst den ersten mal besiegen. Ist ja egal, wie du springst. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Zufallsorten quasi. Also ob wir jetzt Schaden machen oder... ob wir Schaden bekommen oder nicht, wenn wir im Notfallgebiet sind. Es ist wirklich unglaublich, aber der hat uns bei dem Anti-Guy ja so oft das Leben gerettet. Im wahrsten Sinne eigentlich bei jedem Angriff nach dem ersten, den er gemacht hat. Das ist fast schon nicht mehr lustig. So, und jetzt haben wir natürlich... Ach doch, wir können einen Ahornsirup nehmen. Und können dann die Feuerblume essen. Ahornsirup oder lieber ein normales? Ich nehme mal lieber ein normales. Lecker Sirup. So, und dafür können wir dann ja die Blume nehmen. Die können wir dann im nächsten Kampf ja auch gerne gleich verbraten. Oh, ein Pilz. Hau mal nicht... Hey! Hau mal nicht so weit ab. Und irgendwas macht komische Schnarchgeräusche. Oder ist es das Schaukelpferd gewesen? Das habe ich nicht aufgepasst. So, Feuerblume. Einmal gleich benutzen, bitte. Danke. Dann können wir den hinteren vielleicht gleich attackieren damit. Mit Gumbario. Dann ist der nämlich weg. Obwohl, es ist egal. Im nächsten Zug ist er eh weg. Und beim ersten kann ich es nicht versauen, dass er besiegt wird. Sehr gut. Ist klüger. Gut. 75 Sternenergie. 75... Wie heißt denn das? Sternenpunkte? Nein, 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 ich möchte das doch nicht benutzen. Um Gottes Willen, ich möchte doch nur springen. Danke. Wie mache ich denn das am besten? Ich würde gerne halt das Level-Up benutzen, um mich zu heilen, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. 4 KP ist halt wirklich in Wahrheit nichts. Ach Quatsch, andererseits haben wir gerade einen Pilz bekommen. Also haben wir jetzt wieder 9 und das ist so gut wie unsere maximale Anzahl. Was hat denn der? Was haben denn die beide? Moment. Du kannst erstmal ganz kurz... Moment. Du darfst dich in die Ecke stellen. Ich sehe nichts. Ich habe ihn einfach nur berührt und nicht einen Erstangriff gemacht. Och nö. Blöd. Na gut, aber wir haben ja jetzt durchaus bessere Attacken. Du machst mal kurz Schaden, damit ich weiß, ob du 4 Schaden schaffst. Danke, schaffst du also. Gut. 3. Haben wir was, was... Haben wir nicht, ne? Na, dann springen wir natürlich normal. Schande. Mist, das ist blöd. Wir bräuchten diesen Schadensorden am besten jetzt noch einmal und vielleicht dann noch zweimal oder so.
Die ärgern sich auch immer anders, merke ich gerade. Die anderen haben immer so nach links und rechts gezappelt, der hat nur mit seinen Ärmchen geflattert. Das ist jetzt zwar auch relativ niedlich, aber es ist anders. Das ist ein schönes Detail, das mag ich sehr. Gut. Jetzt frage ich mich, ob es zufallsbasiert ist oder ob Gelbe wirklich einfach einen anderen Sprite haben, der anders animiert ist. Kann ja sein. Ich weiß nicht, wie sie das damals gelöst haben. So, was hast denn du bei dir gehabt? Das sieht ja sehr spannend aus. Backmischung. Backbasis für leckeren Kuchenshit. Einen Blumenpunkt wieder her. Ich glaube, den sollten wir bei der einen da mal verbacken, verkochen. Das sind wirklich die Schaukelpferde. Oh Gott. Du bist vor... Hey! vor uns weggeraten. Ich dachte, er läuft nochmal weg, wenn er uns sieht. Aber nein, falsch gedacht. Gut. Dann machen wir mal... Wir machen das einfach mal... Einfach weil... Baum. Das macht ja jetzt auch mehr Schaden. Ah! Das habe ich ja ganz vergessen. Dann können wir ja vielleicht wirklich 7 Schaden recht einfach machen. Nein! Ich bin so dumm. Oh, der eine starke Sprung, den wir haben, der muss ja jetzt auch so viel Schaden machen. Der macht ja, hat ja vorher schon 6 gemacht, der macht ja jetzt auch 7. Ah, das ist ja unglaublich. Und ich habe das alles nicht gemerkt. Wow, furchtbar. Oh Mann, na gut, was soll's. Wir kriegen die alle kaputt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Item war. Sieht aus wie ein Taschenrechner. Also, schätzen kann ich schon. Ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Und wenn ja, wem gehört der? Rechner, tatsächlich. Ach, Blöffs Taschenrechner. Den haben sie also auch noch beklaut. Das ist der Ottenhändler. Und da ist noch eine Backmischung. Hey. Mhm. Gut. Das heißt, wir kriegen jetzt eigentlich beide kaputt. Moment, wir machen mal den Powersprung. Der müsste ja jetzt 7 machen. Wenn wir es richtig gemacht hätten. Aber es sind, glaube ich, 7. Das ist ganz schön peinlich, dass ich es gerade verhackt habe. Na, dann greif uns mal an, kleiner gelber Mann. Mit deiner coolen Akrobatik-Attacke. Schön. Es kann auch sein, dass er meckert. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und dann würde ich sagen, 7 Minuten sind ungefähr um, oder 8 Minuten vom Part. Wir gehen dann also zu Bluff, geben ihm seinen Rechner und wir gehen mal zum Ladenbesitzer und geben den seinen Lagerschlüssel zurück. Wer weiß, was sich im Lager befindet. So, und was hauen wir denn jetzt weg? Ich glaube, das Tarngel brauchen wir nicht wirklich. Weil das macht ja nichts anderes als Buu. Ja gut, okay, in dem Sinne bräuchte man natürlich auch keine Angriffs-Items, weil die machen auch nur Schaden. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Das ist jetzt nichts, was ich vermissen würde. Ich dachte, dort hängt was runter, aber es war der Zeiger von der Uhr. Gut, dann habe ich mich nur verguckt. Ich bin gespannt, was wir von Bluff bekommen. Ein Orden wäre echt cool. Level-Up wäre noch cooler. Wir springen mal wieder raus. Wie auch immer das alles in diese Kiste passt oder wie auch immer wir unsere Größe ändern. So. Bluff war oben, Ladenbesitzer kam vorher. Die zwei können wir erstmal getrost in Ruhe lassen. So, Ladenbesitzer. Was magst du uns denn für diesen Schlüssel zeigen? Du kannst uns das doch bestimmt hinten jetzt aufschließen. Oh Mario, du bist es. Ein Schalker hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Na sowas. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ich kann ihn dir auch einfach geben. Guck mal da. Toll, Mario. Du hast es geschafft. Du hast meinen Lagerschlüssel wieder beschafft. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Du hast meine Existenz gesichert. Ach, du hättest doch irgendwie auch diese Tür aufgekriegt. Und wenn du sie aufgebrochen hättest. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Ja, wir rauben dich jetzt aus. Komplett. Und das dürfen wir sogar. Oh, was bist denn du? Du bist die Zug. Du bist die Bahn. Du bist der Zug. Spielzeugbahn, genau. Ein hübsches Spielzeug. Ob es vielleicht mehr ist als das? Sehr gut. Das? Ach, ich kann nichts tragen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, gut, dann lege ich mal den kurz ab. Die anderen zwei Items nehme ich mir später wieder mal mit. Weil ich denke, der Blitz löst sich jetzt mit der Zeit auf. Wir gehen mal zu dieser netten kleinen Toadfrau, die für uns nicht kochen kann, fällt mir gerade auf, weil sie ihre Pfanne nicht hat. Dann gehen wir mal zu Bluff. Vielleicht hat der ja auch irgendwas für uns. Also, ich meine, muss er ja. Wäre sonst ganz schön unhöflich. Vielleicht hat er auch Orden für uns. Wir haben noch gar nicht danach geguckt. Jetzt lasse ich mich mal überraschen. Oh, was geht denn hier? Ich steige als Trampel durch meinen Blumengarten. Oh, die armen Blumen, sie waren so schön. Es war mein Traum, Tautau mit wunderschönen Blumen zu erfüllen. Ich bin so traurig. Du blöder Hammel.
So, und du bitte auch. Meine Güte. Oh, ich danke dir. Auch die Blumen sprechen dir ihren Dank aus, Mario. Kann ich dir eigentlich... Wasser und Erde, Kraft der Sonne, oh zarte Blumen, erfüllt mich mit Wonne. Hallo, mein Name ist Minz T. Oder Minzt. Erfreut dich an der Schönheit dieses Blumengartens. Erfreue dich an der Schönheit des Blumengartens, genau. Es soll eine liebliche Blume geben, die hier noch fehlt. Vermutlich sind die Knospis die einzigen, die den Samen haben. So sieht ein Knospi aus. Wenn du auf einen Knospi triffst, würdest du ihn dann nach den Samen fragen? Ich werde ihn in diesen Garten pflanzen und mit viel Liebe aufziehen. Ich habe sogar schon ganz viele davon. Guck mal. Oh, du gibst mir den Samen? Vielen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde ihn sofort pflanzen. Cool. So, ich möchte das bitte gleich noch... Oh Mist, warte mal, sie sagt uns was. Nee, das möchte ich bitte lesen. Diese Samen sind Teil einer uralten Geschichte. Pflanzt du alle vier der verschiedenfarbigen Knospi-Blumen, wird sich ein Wunder ereignen. Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. So, dann kriegst du jetzt mal noch den nächsten, ne? Du hast einen Samen für mich? Danke, das freut mich. Na dann, mach mal. Ah, das ist klasse. Den gebe ich mal so, dass man es auch sehen kann. Wenn die Knospi-Blumen in allen vier Farben erblühen, wird dies ein magischer Garten sein. Mir fehlen noch zwei Farben. Bitte bring mir die Samen, wenn du sie findest. Ja, bitte sehr. Du hast mir einen Samen gebracht. Danke, ich bin froh. Jo. Und das ist jetzt der vorletzte. Den haben wir natürlich jetzt nicht, den letzten, aber ich denke mal, wir kriegen den dann irgendwann aufgedrungen. Und ich würde gerne wissen, was macht denn er da hinten? Merlon? Du siehst so nachdenklich aus und nicht sonderlich glücklich. Was los? Oh, du bist es, Mario. Gutes Timing. Hm? In der Stadt scheint heute ziemlich viel los zu sein, aber das geht mich nichts an. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich hörte die Stimme eines Orakels. Seine Stimme war so ätherisch. Gehst du ständig im Kreis rum, um die rote Palme an der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten? Wird etwas Gutes geschehen? Das sagte die Stimme in meinem Traum. Allerdings macht das für mich nicht allzu viel Sinn. Andererseits beschäftigt es mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Wenn du herausfindest, was es bedeutet, dann sag es mir bitte. Okay, das ist die nächste Sidequest, die wir, glaube ich, gerade angenommen haben, zusätzlich zu den Blumen quasi und den, bringe geklauten Sachen zurück. Gut, wir haben auf einmal ziemlich viele Aufgaben. So, Bluff, hi. Tut mir leid, Kumpel, ich musste den Laden schließen. So ein dämlicher Scheigei hat meinen Rechner gestohlen, kannst du das fassen? Ich brauche das Ding, um meine Verkäufe zu kalkulieren. Ich bin nicht gerade ein Rechenkünstler, wenn ich diese Laus finde. Hier, bitte, nimm lieber den Rechner und mach deinen Laden wieder auf. Hey, Kumpel, das ist doch mein Rechner. Du sagst, du hast ihn dem Scheigei wieder abgenommen? Ja, geschieht ihm recht. Ich kann den Laden wieder eröffnen. Oh Mann, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ich weiß, denn dies... Das ist ein ganz besonderer Orden. Setze ihn weise ein. Spionorden. Zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe ist. Wie geil! Papa sagt, wir wären aus dem Geschäft geflogen, wenn er seinen Rechner nicht zurückbekommen hätte. Aber jetzt können wir den Laden wieder aufmachen. Alles dank Ihnen. Vielen Dank. So, ich würde sagen, ich gehe mal für Merlon zum staubtrockenen Vorposten. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dort sind. Bis gleich! Oh! Wie ich sehe, haben wir noch eine Aufgabe zu erledigen, bevor wir zum staubtrockenen Vorposten kommen. So, und da wären wir an der Palme angekommen, von der Merlon gesprochen hat. Ich laufe mal ein paar Mal im Kreis, mal gucken, ob hier wirklich was Gutes passieren soll. Noch kann man das ja wirklich anzweifeln, aber... Entschuldige bitte, kann ich dich für eine Sekunde sprechen? Was genau hast du vor, dass du die ganze Zeit um diesen Baum herumschleichst? Du machst mich schwindelig. Was? Du machst Witze. Du glaubst an einen verrückten Traum? Nun, okay. Ich denke... Obwohl, auch ich habe vor langer Zeit im Traum eine Botschaft erhalten, aber sie ergab keinen Sinn. Sie lautete, in einer großen Stadt, nahe einem Palast, steht ein Haus, dessen Dach sich dreht. Vollführst du in diesem Haus dreimal hintereinander einen Wirbelsprung, wird etwas Gutes passieren. Haha, ein Haus mit einem sich drehenden Dach, als ob es so etwas geben würde. Ha! Ich kann Träume nicht ernst nehmen. Tja, das drehende Dach ist Merlons Haus. Aber einen Wirbelsprung, den können wir noch nicht. Aber was wir stattdessen machen können...
ist mit wem Quizmo reden, der auf einmal hier war. Quiz! Und hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster Wim Quizmo! Willst du es versuchen? Yep! Dann kommen wir zur Frage. Frage: Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Tauchen! Nein, Scanner! Yay! Korrekt! Gratulation! Hier ist dein Sternsplitter! Yay! Du hast bis jetzt 3 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wieder, wenn wir in Toad Town sind. Und bis gleich. So, da wären wir wieder in Toad Town. Wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich noch einen Grund zu Lütenei holen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Und ich denke, ich werde es jedes Mal, wenn wir einen Stern retten, mindestens ein so ein Ei holen. Wobei ich immer noch nicht weiß, was der Sinn davon ist. Oh, davon haben wir leider auch schon 2. Na gut, okay, aber wir haben wenigstens einen kleinen neuen Kumpan für die gemacht. Oder gesammelt oder schlüpfen lassen. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir das überhaupt gemacht haben. Und mir ist noch etwas aufgefallen. Und es ist auch der Grund, warum Paracarry quasi hinter uns schwebt. Die Shy Guys haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Aber verglichen mit Geistern sind Shy Guys ein absolut geringes Übel. Du bist doch Feist T, die Wache von Nimmernimmerwald, stimmt? Mein Name ist Paracarry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment bitte. Bitte sehr. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ich frage mich, wer Behutler ist. Oh nein, nein! Das ist von einem Geist! Hier steht, während du schläfst, werde ich mich an dich heranschleichen. Buh! Er liebt es, mich zu erschrecken. Glaubst du, er wird schleichen? Finsternis? Oh weh mir, ich werde nie wieder schlafen. Reiß dich zusammen, Feist-Tee. Bleib standhaft. Zage nicht. Ich werde es schaffen. Hier, nimm dies. Die Buhus haben auch echt eine Macke. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, und bevor wir wieder zur Spielzeugkiste zurückspringen, müssen wir noch einmal kurz zu Merlon gehen. Zu seinem Haus mit dem drehenden Dach, was angeblich nirgendwo existiert. Oh, und wir können auch die Pinnwand lesen hinten. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und ich muss mal ganz kurz mit dir reden. Wüstenstadt, rote Palme im Kreis, etwas Gutes wird geschehen. Was bedeutet dieser Traum? Ja, das wissen wir schon. Es spukt mir ständig im Kopf herum. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Bin wie besessen. Aber egal, wenn du willst, dass ich in die Zukunft blicke, sprich von der anderen Seite des Tisches zu mir. Das will ich eigentlich gar nicht. Sie sind nach Merlon, ja? Mein Name ist Paracarry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. So, deswegen sind wir auch hier. Bitte sehr. Huch. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Hm? Von wem ist der? Oh, meine Enkelin Merle. Ah, cool. Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, sieh an. Oh, so, interessant. Sie hat ihren Stand im staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Danke sehr. Schön, was kannst du uns eigentlich voraussagen? Ja, zukunftsweisender Blick bitte. Ich möchte mal gerne wissen, was du mir sagst. Vielleicht, Kristallauge öffnet dich. Tee, Kaffee, Butter, Milch. Aha! Ich habe das Gefühl, was zum Geier geht denn jetzt? Wow. Das war interessant. Okay. Du erhältst einen Zug, aber anstatt ihn in die Box mitzunehmen, wirfst du ihn von außen hinein. Der Zug ist eine willkommene Ergänzung in der Spielzeugkiste. Jetzt kannst du auch andere Gebiete erreichen. Ach so, das wusste ich. Ich dachte, du kannst mir sowas sagen wie, wo ist denn der nächste Levelblock? Das wäre viel cooler gewesen. Aber wir schauen jetzt nochmal ins Postamt. Oh, haltet den Dieb. Was haben wir jetzt? Und weg war er.
Ich glaube, wir gehen erstmal zu dem, weil ich glaube, das war ein Postsack, der da gerade in den Händen des Shy Guys war. Ja, wir gehen auf jeden Fall zur Spielzeugkiste und wir werden es Merlon gleich tun, oder wir werden zumindest das tun, was Merlon uns gesagt hat, und werden auch den Zug vorher reinschmeißen. Interessant. Organismen, die da reinspringen, werden also geschrumpft und irgendwelche anderen Dinge werden wohl nicht geschrumpft, weil sonst können wir den Zug ja nicht reinwerfen und er würde dann in der Welt groß sein. Aber wenn wir ihn bei uns haben, wird er auch klein. Das ist irgendwie seltsam. Was soll's. So. Oh Gott, bin ich jetzt schon eins zu weit gelaufen? Ja, das klingt eher wie der Hafen. Da möchte ich gar nicht hin. Obwohl wir dann natürlich auch nochmal vorbeigucken könnten. So rein theoretisch. Aber jetzt nicht. Wo ist die Wand da? So. Dann bitte die Spielzeugbahn einmal rein. Jawoll! Perfekt gelandet. Sehr schön. Und dann hinterher mit uns. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal benutzen wir auch den Zug. Jetzt benutzen wir aber erstmal nur den Speicherblock. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Elig. Bye!